Guten Morgen, meine Lieben. Ja, der Idi. Oh. Idi! Ich habe sie gewaschen. Nein. Du bist eine Wäscherin. Wollen wir mal gucken, ob diese Speicherkarte noch funktioniert? Nein. Denn ich. Doch, ich will mal gucken. Ich habe sie gerade rausgeholt aus meinem Oberteil. Und das habe ich gewaschen bei 30 Grad. Jetzt bin ich gespannt. Ob sie sauber ist? Sie müsste jetzt richtig gereinigt sein. Überlebt ihr das? Ich glaube nicht. Guck mal. Ist da was drauf? Sie funktioniert. Ist da jetzt was drauf? Die Waschmaschine. Da ist was drauf. Ein Insekt. Ja, so ungefähr sehe ich aus. So, jetzt wollen wir aber was essen. Ich war jetzt gerade oben am PC, denn mein PC ist voll. Ich muss jetzt wieder Videos löschen. Das heißt, ich muss sie erstmal umwandeln und dann löschen. Das wird etwas dauern. Und ja, heute will ich mit der Iselle Beauty-Video drehen. Und zwar, wie ich ihre Haare flechte. Weil ich finde den Weihnachtsbaum ganz schön im Hintergrund. Deshalb dachte ich mir, irgendetwas muss ich da machen. Und dieses Video wird sehr, sehr oft angefragt. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Super. Nicht weinen, nicht weinen. Moment. Selin, hast du Mamas Oberteil an? So. Gut, gut, Selin, so ist richtig. Guck mal zu Mama, zeig mal, wie du aussiehst. Das gefällt dir nicht. Zu groß. Zu groß. Selin, nimm die hier mit, Selin, Schatz. Nimm die mit nach oben. Mit nach oben, mein Schatz. Schatzi. Selin, Schatz. Selin, Maus. Ist schon wild. Gleich haben wir hier 20 Kleider. Süß, ne? Papa, das ist die Mama. Super. Das sieht toll aus, Ellen. Lass das. Ja. Lass das. Wie schön sie ihr Kleid da auch dabei ist. Ein richtiges Mädchen. Und wir können uns dann mit neuen Spielsachen austoben bei Baby Jan. Dann kommen die Autos. Und was spielen die auch? Auch Playmobil, nur andere, ne? Jungsabteilung. So Ritter. Star Wars. Baby Jan, ne? Ja, mein Schatz, Mama liebt dich. Kinder, habt ihr Hunger? Ja. Soll ich was Leckeres machen? Ja. Mal schön. Pfannkuchen? Kann ich nicht, Schatz. Achso, ich wollte dir deine Haare noch mal sehen, Schatz. Komm, ich weiß nicht, wie das geht, Sally. Er hat Pfannkuchen gemacht, wenn er wüsste, wie es geht. Männer wissen leider nicht, wie es geht. Ich hab dir den Rücken angezogen. Papa weiß sogar gar nicht mal, wie man Cupcakes macht. Das ist leid. Und Papa weiß nicht, wie man Keks macht. Wie man einen Kuchen macht, Torte macht, weiß er alles nicht. Gut, dann malt ihr mal. Und ich mach was Leckeres zum Essen. Du bist doch unser bester Koch. Okay. Wieso okay? Ja, sag ja, du bist doch ganz gut. Okay.
Ich habe hier jetzt Wasser, was ich koche. Dann habe ich die Ente von gestern nochmal mit Soße gemacht. Und hier habe ich Brokkoli. Oh, das ist die. Ja. Das ist die. Das ist die Ente oder das ist die da. Da ist Ente. Ente. Das ist ja. Da, da, da. Gut. Super, mein Schatz. Hast du erklärt, was wir was zum Essen machen? Ja? Hast du gesagt, hier ist Ente und da ist Brokkoli, gell? Das ist Chinesisch. Ja, mein Schatz. Ich weiß nicht, das hat sich gerade Chinesisch angehört. Ja, das hat sich Chinesisch angehört. So, setz dich mal dahin, genau. Kinder, nicht streiten. Seid nett zueinander. Nee. Mehr, oder? Mehr. Und Mama ist da. Mhm. Mhm. Papa, ich hilfst mir? Nein. Das ist schön. So, mach zu. Papa, ich hilf. Papa, aber darf natürlich nicht fehlen, ne? Ich bin oben mit dem PC beschäftigt und mit der Wäsche. Der Idi hat uns Essen zubereitet. Und hier sieht man, wie unterschiedlich das gleiche Essen aussieht. Also jeweils das gleiche Essen, nur anders zubereitet. Nein, nicht zubereitet. Angerichtet. Papa, das ist so, das ist lecker. Du kannst wieder machen. Mhm. Klar. Was hast du? Ich weiß, was das ist. Das ist gut, gell? Mhm. Also das Brot ist ja echt gut geworden. Mhm. Mama, ich mach's auch. Vielleicht ein Foto und dann könnt ihr es haben. Papa, Kinder. Süß, ich lieb, gell? Jetzt? Halt das. Nein, immer noch nicht.